Ja, Energy, Wissenschaft. Energy. Wissenschaft, Energy. Cool. Wir gucken uns heute einmal das Fallout Commander Deck Wissenschaft, Ausrüstungszeichen. Wissenschaft. An. Wissenschaft, die Wissenschaft. Und an meiner Seite, der liebe David, wie auch schon die letzten drei Videos. Wenn ihr noch nicht geguckt habt, wir haben alle diese Fallout Commander Decks aufgemacht. Ja. Du hast uns die sehr, sehr liebevoll zur Verfügung gestellt, ja, dass wir die aufmachen können. Und dementsprechend, wenn ihr die noch nicht geschaut habt, könnt ihr die gucken. Wenn ihr die schon geschaut habt, könnt ihr sie noch mal gucken und dann zu diesem Video zurückkehren. Und dann lasst die einfach einen Loop laufen. So, genau, Loop laufen, das ist großartig. Gut, ist so. Magic Gathering jenseits des Multiversums, Fallout Commander Decks. Mhm. Wir haben das rot-weiß-blaue. Ich finde auch die Farbauswahl leider wieder sehr, sehr schade, weil es wirkt schon wieder so, als wären das. Wir haben wieder einen Bug-Deck, wir haben wieder ein rot-schwarz-weißes Deck, wir haben wieder ein rot-weiß-grünes Deck und wir haben wieder ein rot-weiß-blaues. Das Einzige, was fehlt, ist, dass das Bug-Deck, also das blau-schwarz-grüne, hätte ein blau-schwarz-rotes sein müssen. Dann hätten wir diese Standardfarben gehabt, die wir immer haben. Ja. Das fand ich ein bisschen schade. Ja, das fand ich zum Beispiel bei Warhammer ziemlich cool. Ja. Die auch einfach mal so auch ein Mono-Deck dazwischen, genau, dazwischen gepackt haben. Ja, das hätte man hier auch machen können, glaube ich. Ja, wir haben Wissenschaft, die Wissenschaft. Ja. Wissenschaft, das Deck für Leute, die unbedingt mit komischen Energy-Countern arbeiten wollen. Wir haben hier wieder dieses wunderschöne Wer ist Dr. Madison Lee und wer ist Liberty Prime? Wieder Liberty erweckt. Prime. Und wie spielt man Commander? Was ist das für ein Deck? Ja. Ja. Das ist ein sehr komisches Deck. Das ist wirklich ein komisches Deck. Ja, das ist, Energy ist für mich kein Deck, das irgendwie, keine Mechanik, die irgendwie in Commander funktioniert. Ich weiß nicht, warum. Ja, ich kriege das nicht in meinen Kopf rein. Ich glaube, die würde funktionieren, wenn hier mehr Energy Payoffs drin wären. Ja. Und vielleicht auch mehr Energy Generatoren. Ja. Weil ich meine, der hauptsächliche Generator ist halt Madison Lee an sich. Ja, Liberty Prime kann auch welche machen. Kann auch welche Spoiler machen. Spoiler! Gucken wir uns die Karten mal an. Dr. Madison Lee. Dr. Madison Lee ist ein 3-Mana 2-3 Mensch-Forscher. Und immer wenn wir einen Artefakt-Zauber spielen, kriegen wir ein Energy. Wir können tappen, ein Energy bezahlen, eine Kreatur plus 1 bis 0 und Eile und Trampelschaden zu geben. Wir können tappen für 3 Energy, um eine Karte zu ziehen. Wir können sie tappen für 5 Energy. Und wir bringen eine Artefakt-Karte und so weiter zum Friedhof getappt ins Spiel zurück. Mehr kontrollierender Stil, mehr, wir müssen den Commander draußen haben, dann passiv Energy generieren und damit Dinge tun. Ja. Wie du ja schon gesagt hast, genau, die Main-Karte dafür. Eine zweite Karte, die es macht, ist Liberty Prime wiedererweckt. Haben die irgendwas miteinander zu tun? Mehr oder weniger. Also Madison Lee ist halt im dritten Teil involviert in der Bruderschaft und dem Brotherhood of Steel? Ja. Ich bin Profi. Und dem Project Purity. Und Liberty Prime ist im dritten Teil im Endeffekt auch so, die, ich sag mal, die Hauptwaffe der Bruderschaft. Und beide findet man aber auch noch im vierten Teil. Einmal den Liberty Prime bei der Bruderschaft und die Madison Lee aber dann im mir fällt der Name jetzt nicht ein. Mir fällt er gleich ein. Gut, in der Zeit machen wir weiter. Ja. Liberty Prime wiedererweckt ein 5-Mana 8-8 Legendary Roboter. Mit Wachsamkeit, Trampel, Eile. Institut. Ach, das ist das, was du so hast. Ja. Wenn Liberty Prime wiedererweckt angreift. Okay, wiedererweckt hast du. Okay. Oder blockt. Opfer ihn, es sei denn, du zahlst 2 Energy. Und man kann jetzt für 2 Mana tappen, ein Artefakt opfern, 2 Energy bekommen, eine Karte ziehen. Das ist ganz cool, weil man mit ihm halt tatsächlich mit Wachsamkeit angreifen kann. Ja. Und ihn dann tappen kann für seinen Effekt, was halt wichtig ist. Ja, er braucht im Endeffekt keinen Energy-Deck drumherum. Ja, das ist richtig. Und Madison Lee braucht eigentlich auch keine Energies unbedingt. Nee, weil sie selber ja der Energy-Generator ist. Ja, also an für sich, ja, es ist leichter Stretch, sagen wir mal, ein leichter Stretch. Genau. Falls ihr es noch nicht gemerkt habt, ich bin hier, weil mir dieser Kanal gehört, ich bin zufällig da. Ja. Eigentlich die Person, die Ahnung von Magic und von Fallout hat, steht neben mir, deswegen habe ich mir den mal eingeholt. und mir wurde gesagt, ich bin bei Commander Decks immer zu sehr am drüber blättern und du redest ja gar nicht darüber. Und deswegen habe ich mir gedacht, machen wir es diesmal anders. Ihr könnt ja mir in die Kommentare schreiben, wie ihr das fandet. Genau. Und so weiter und so fort. Das kommentieren. Wäre für mich auch spannend und wichtig. Wir gehen mal weiter zum automatisierten Montageband. Yep. 2 Mana Artefakt, immer wenn Artefakt Kreaturen, die du kontrollierst, am Spieler Kampfschutz erhalten wir Energy. Und für 3 Energy erzeugen wir einen 3-3 farblosen Roboter.
Ja. Auch hier wieder Energy Generator. Es sind ein paar drin, ja, aber halt echt nicht viele. Einer der cooleren Payoffs, meiner Meinung nach. Ja, das stimmt. Weil man kann einfach bezahlen. Ja. Das heißt, genau, man muss nicht irgendwie noch Mana dafür zahlen oder so. Man kann es einfach so machen. Gelehrter der Bruderschaft. 2-1-3 mit Metalcraft. Wir können den tappen und Energy erhalten, können wir aber nur, wenn wir 3 oder mehr Artefakte haben. Und immer wenn ein oder mehr Energy während unseres Zuges erhalten, legen wir eine +1/+1 Marke. Nee, erhalten Kreaturen eine +1/+1 Marke. Ja. Das heißt, wir müssen ganz oft hintereinander verschiedene Marken generieren, damit wir das öfter triggern. Ja. Weil es kann mehr als einmal im Zug getriggert werden. Ja. Nett. Überlast. Überlastet. 2-Mana-Verzauberung, Aura, wir verzaubern einen Gegner. Wenn Überlast ins Spiel kommt, erzeugt der verzauberte Spieler einen Hinweisspielstein, einen Speisespielstein, einen Altmetallspielstein. Zu Beginn des Kampfes im verzauberten Zug des, im Zug des verzauberten Gegners muss dieser für jedes Artefakt, das er kontrolliert, 1 bezahlen. Falls er dies nicht tut, können Kreaturen in diesem Kampf nicht angreifen. Das ist ja mies. Ja. Da gibst du also, du hast hier 3 Artefakte und du kannst nicht angreifen. Aber ist das nicht gut auch gegen das Deck? Ja, klar. Das ist richtig geil gegen so Artefakt-Decks. Ja, gegen Artefakte ist das super. Krass. Aber dadurch hat er halt auch einen Junk-Token verschenkt, den du halt sofort auch opfern kannst. Ja, der Junk-Token kann direkt geopfert werden. Ja. Der Hinweis kostet auch nicht so viel. Speise ist halt 2-Mana, 3 Leben. Ja. Aber ja, hätte andere Token sein können. Ja. Wenn er gegen ein Artefakt-Deck spielt, das ist, glaube ich, eine geile Karte. Auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Dann haben wir die Brütwen. Stählerne Schlagfisch. Schiff. 6-Mana, 6/6 fliegend mit Bemannen 2. Das ist natürlich 6/6 mit Bemannen 2 ist natürlich schon krass. Mhm. Fliegend und immer wenn ein anderer Nicht-Artefakt unter unserer Kontrolle ins Spiel kommt, erzeugen wir einen 2/2 Mensch-Ritter-Kreaturenspielstein mit. Diese Kreatur hält +2/+2, solange ein Artefakt unter deiner Kontrolle ins Spiel gekommen ist. Ja. Wow. Okay. Krasse Artefakt-Decks auf jeden Fall. Ja. Das ist nicht once per turn. Ne. Krass. Ja. Also ich glaube allgemein so ein, wenn man das Deck richtig krass bauen will mit der Medicine Lee, wenn du einen Cloudstone Courier spielst, dann ein Ornithopter. Ja, krass. Das ist krass. Dann krass. Wachbord, Artefakt-Kreatur, Roboter, 5-Mana, 2/5 mit Flash. Und dieser kostet aber 1 Mana, wenn man angreift, 1 Mana weniger. Nee, dieser Torschuss kostet für jede Kreatur, die angreift, 1 Mana weniger. Das heißt, wir können für 1 Mana spielen, ist ja geil. Ja. Immer wenn er ins Spiel kommt, erhalten wir für jede Kreatur, die dich angreift, einen Energy. Yep. Und zu Beginn des Kampfes können wir 3 Energy bezahlen. Falls wir das tun, legen wir auf jede Kreatur, die wir kontrollieren, eine +1/+1 Marke. Yep. Not bad. Not bad, Energy, vor allem mehrfach. Energy Generator. Und Payoff. Ja, und Payoff. Ja, so schlecht. Vault 13, Reise des Bewohners. 4 Mana mit 3 Chaptern. Mhm. Und wir schicken für jeden Spieler bis zu einer anderen Verzauberung oder Kreatur, die der kontrolliert, in 6 Stil, solange bis die irgendwie im Feld ist. Mhm. Wir halten 2 Lebenspunkte dazu und wenden Hellsicht 2 an, was irgendwie eine weirde, schwache zweite Fähigkeit ist. Auf jeden Fall. Und dann bringen wir 2 Karten, die unter der Vault geschickt werden, uns unserer Kontrolle zurück ins Spiel und legen den Rest unter die Bibliothek des Virus Besitzers. Ja. Ja. Krass. Vault 13 ist, die Vault aus Fallout 1, aus der wirst du rausgeschickt, um einen Wasseraufbereiter zu finden, weil der Vault geht das Wasser aus. Und vom Flavor her, ja okay, du exilst was und das kommt später wieder, als würdest du das finden, aber allgemein sonst, ich weiß nicht, was zum Beispiel die zweite Fähigkeit da drauf soll. Daher, ja, ist okay. Dann haben wir Kuri. Emergente Intelligenz. Das ist einer von diesen Hilfsrobotern, ne? Ja. Ach, ich lerne hier richtig was. Ich bin danach der Fallout-Brain. 2-Mana, 1/3 Legendary-Kreatur-Artefakt. Immer wenn der einem Spieler Kampfschaden zufügt, ziehe so viele Karten, wie die Basisstärke beträgt. Also eine. Es sei denn, wir beherrschen, machen die Basisstärke an. Ist aber egal. Und für 2 Mana schicken wir eine andere Nicht-Spielstein-Artefakt-Kreatur, die kontrolliert ins Exil. Und der wird eine Kopie der exilten Karte, außer dass er die Fähigkeit hat, immer wenn diese Kreatur am Spieler Kampfschaden zufügt, erhält sie so viele Karten mit Basisstärke. Er bekommt aber nicht diese Fähigkeit. Welche Fähigkeit? Sie selber wieder. Das heißt, man kann nicht dauerhaft eine andere, das heißt, man kann die nur einmal verwandeln. Ja. Das ist sad. Ja, Curie cool. Ist ein Bot, der sich wünscht,
ein Mensch zu sein, mit einem französischen Akzent. Ah, Curie, Madame Curie. Und der hilfst du dann im Endeffekt einen synthetischen Körper anzunehmen. Madame Curie, ich sag's ja. Curie. Dann haben wir James, umherziehender Vater. Ja. Der hat ja, was, der hat eine, ihm folgen, zwei Mana, stelle x mal Nachforschung an. Oder ein 3-Mana-2-4, der tappen für zwei farblose Mana und kann nur für Fähigkeit ausgegeben werden. Ja, richtig weird, dass die so teilweise eine von diesen, ich sag mal, Subfähigkeiten da drin haben, wie jetzt Abenteuer. Ja. Aber es ist wahrscheinlich ein Flavor, richtig? Ja, James ist der Vater halt aus dem dritten Teil, den du im Endeffekt suchst im Ödland. Mhm. Und ja, vielleicht deswegen mit dem Abenteuer, I don't know. Ja. Spannend. Nick Valentine, Privatdetektiv, 3-Mana-2-2. Er kann nicht von Kreaturen, kann nicht geblockt werden, außer von Artefaktkreaturen. Mhm. Und immer wenn Nick Valentine einem Spieler, einen oder eine andere Artefaktkreatur, die du konntest, angreifst, kannst du Nachforschung anstellen. Ja. Dein Fall steht ganz oben auf meiner Liste. Ja, einer der Begleiter und einer der Hauptcharaktere im vierten Teil ist auch ein Synth. Mhm. Und ja, ist cool, dass der überhaupt da drin ist. Ja, also. Den kenne selbst ich. Synth-Infiltratorin. Ein 5-Mana-0-0-Synth mit Improvise. Das heißt, wir können Artefakte tappen, um sie günstiger zu machen. Oder ihn. Nee, sie ist eine Infiltratorin. Und wir können sie als Kopie von einer anderen Karte ins Spiel kommen lassen, außer dass sie zusätzlich Synth-Artefakt-Kreatur ist. Finde ich ein bisschen schade, dass es nicht auch Shapeshifter ist, weil eigentlich sind ja, also Synth macht schon Sinn, weil Synth ja das Aussehen und so ein bisschen auch die Gedanken und Fähigkeiten von den Menschen übernehmen. Ja. Aber also damit theoretisch dasselbe sind wie Shapeshifter, nur halt in, mit Metall und halt ein Roboter. Aber Shapeshifter hätte es doch noch drauf können. Ja, aber die shiften ja nicht. Ja, doch, vielleicht. Doch. Ja, Synth machen praktisch dasselbe. Also, ja, aber macht Lore weiß ziemlich Sinn. Ja, dann haben wir Aggressotron. Aggressotron-Beherrscher, ja. Okay. 2-Mana-2-2, immer wenn er ins Spiel kommt, erhalten wir 2 Energy. Und immer wenn eine Wackkreatur, die wir kontrolliert, angreift, können wir einen Energy bezahlen. Falls wir das tun, legen wir eine besonders 1 Marke. Und eine Erstschlag und Trampelschaden-Marke auf jene Kreatur. Ja. Du entscheidest. Ich finde dieses Du entscheidest darunter ein bisschen weird. Aber okay. Ja, auch wieder ein Payoff. Ja, wenigstens ein bisschen was mit Energy. Genau. Hauptader der Bagger. Keine Ahnung. 5-Mana-5-5 Roboter. Wenn er ins Spiel kommt, bestimmen wir einen Gegner unserer Wahl. Du hältst so viele Energy-Marken. Ich finde das auch so gut. Hier ist Energy angezeigt. Hier stehen Klammern Energie-Marken. Ja. Hä? Ja. Wie jener Spieler nicht Standardländer kontrolliert. Oh, das kann eine Menge sein. Das erinnert mich so ein bisschen an Dockside. Und immer wenn der angreift, können wir 4 Energy bezahlen. Und wenn wir dieses tun, zerstören wir ein Nicht-Standardland unserer Wahl, das der verteidigende Spieler kontrolliert. Und nicht fliegende Kreaturen, die jener Spieler kontrolliert, können diesen Zug nicht blocken. Ja, und die Decks haben echt wenige Flieger. Von daher das ist mir auch schon aufgefallen. Ist sehr stark. Ja. Ist aber auch ein 76, dem kann ich nichts zu sagen. Also okay. Ja, 76 hast du nicht gespielt. Also ja, nur am Anfang. Nur am Anfang. Ja. Nur anfangs, ja. Plasmawerfer, 2-Mana-Ausrüstung. Sie ist für 2-Mana-Ausrüstung. Das ist ein geiles Artwork, oder? Die ausgerüstete Kreatur kriegt plus 1. Und wenn wir die angreifen, kriegen wir 2 Energiemarken. Wir können auch 2 Energiemarken bezahlen und eine Kreatur, die ausgerüstete Kreatur blockt, wählen, dann eine Münze werfen. Wenn wir gewinnen, schicken wir die bestimmte Kreatur ins Exil. Andernfalls fügt ihr der Plasmawerfer einen Schaden zu. Ja. Das ist sick. Ja. Also sie komplett zu exilieren ist halt schon krass. Vor allem in Rot gibt es ja eigentlich nicht so oft. Nee. Das ist schon nicht schlecht. Ja. Ist schon nicht schlecht. Ikonische Waffe aus dem Spiel. Okay. Super. Synth-Auslöscher. 3-Mana-3-3 ist ein Synth. Ein Synth. Ist ein Synth, der ein Synth-Auslöscher ist. Ja. Okay. Soldat Eile. Immer wenn er angreift, schicken wir die oberste Karte unserer Deck ins Exil. Und wir können 2 Energiemarken halten. Falls wir das nicht tun, können wir diese Karte im Zug spielen. Und wir können die tappen, 3 Energy bezahlen und den Synth-Auslöscher 3 Schaden an ein Ziel unserer Wahl zufügen lassen. Okay. Yep. Gibt es dazu irgendeine Story? Weil nee, Synth-Typen, die sich selber auslöschen? Nee, ich glaube, der ist eher so gedacht, dass er ein Synth ist, der andere Leute auslöscht. Okay, ja, ich verstehe. Dann haben wir Arcade Ganon. Ganon. 4-Mana-2-3, tappen, wir ziehen eine Karte und werfen deine Karte ab, legen deine Questmarke auf ihn.
Und für Aulu Allang, ich habe keine Ahnung, ich kann das nicht aussprechen. Old Long Sign? Ja. Ich habe keine Ahnung. Immer während jeder deiner Züge kannst du einen Artefakt oder Mensch-Zauberspruch mit Mana-Kosten gleich oder kleiner der Anzahl an Questmarken aus dem Friedhof wirken. Das ist nicht schlecht, weil die werden dafür nicht runtergenommen. Das ist wirklich nicht schlecht. Das ist halt nur ein bisschen langsam, ja, aber an für sich. Ja. Begleiter aus New Vegas gehört zu der Enklave. Mhm. Und ja. Okay. Okay. Elektroabsauger für ein rotes, zwei blaue, neutralisieren wir Zauberspruch und erhalten so viele Energiemarken, wie der Spell Mana betrachtet hat. Das heißt, sowas ähnliches wie ein Mana Drain. Das muss gut sein, oder? Ja, wie ein Mana Drain, aber ein Mana mehr. Und man bekommt Energy. Ja, okay. Man kann nicht alles haben. Es ist praktisch fast ein Mana Drain. Nee, ist fein. Dementsprechend. Ist fein. Okay. Dann der rote Tod, der Schiffbrecher. Ja. Krabbe Mutant. Ein rotes, ein blaues 1-3 mit leuchtender Augen. Das bedeutet, wir können ihn tappen. Wir können eine Kreatur anstacheln, die der Gegner kontrolliert. Jeder Spieler zieht eine Karte und du erzeugst ein rotes Mana. Mhm. Was zur Hölle? Ich finde das so weird, dass die Karte da drin ist. Ja. Weil zum einen, die meisten Karten in den Decks sind nicht aus Add-ons, sondern aus den Base-Game, sagen wir mal so. Er ist einer aus dem Base-Game und einer aus den Add-ons, pardon. Ja. Und er ist weder ein Artefakt, noch macht er irgendwas mit Energy. Und er ist Mutant. Ist ein Mutant. Altes Deck, Bro. I don't know. Ich meine, wenn man dann einen Stretch sagen kann, okay, das ist so eine weirde Art von Mutant, der gehört zu der wissenschaftlichen Seite, die man irgendwie erforschen muss, könnte man auch das ganze Mutantendeck hier reinpacken. Also, wild. Scheiße. Ja, wild. Wild, wie die Jungen sagen. Dann haben wir Rex, der Cyberhund. 3-Mana-2-2. Immer wenn der im Spieler Kampfstand zufügt, meldet er 2 Karten und wir kriegen 2 Energy. Und wir können 2 Energy bezahlen, eine Kreaturenkarte unserer Wahl aus unserem Friedhof wählen, schicken den hier ins Gehirn, sie mit einer Gehirnmarke ins Exil und aktiviert diese Fähigkeit wie Hexerei. Rex hat alle aktivierten Fähigkeiten von Karten mit Gehirnmarken. Ja. Gehirnmarken sind doch so gut. Rex ist super. Ich meine, man merkt schon ein bisschen, ich bin ein bisschen parteiisch, was New Vegas angeht. Ja. Und Rex ist halt einer der Hunde, die du da treffen kannst, oder beziehungsweise das heißt einer der Hunde, ein Hund, den du da treffen kannst, den du als Begleiter bekommen kannst. Und der hat irgendwie eine Hirnschwäche, der hat irgendwie Probleme mit seinem Gehirn und du musst ihm ein neues Gehirn besorgen. Mhm. Und du hast insgesamt Wahl aus 3 verschiedenen Gehirnen und je nachdem, welches du ihm besorgst, hat er halt andere Fähigkeiten. Das ist cool. Das ist halt sehr cool. Das ist wirklich cool. Dann haben wir Wächterin Zara Leon. 5-Mana-4-4 Eile. Und wenn in diesem Zug ein Artefakt ins Spiel gekommen ist, kriegen Kreaturen +2/+2. Das ist gut. Und wenn sie mit 3 oder mit mindestens 2 anderen Kreaturen angreift, dann können wir so viele Schadenspunkte, wie wir Artefakte haben, schießen. Auch ganz spannend, weil so eine sehr ähnliche Karte hatten wir in dem rot-weiß-schwarzen Deck von Caesar. Dementsprechend, ja, ist auch ganz spannend. Ja, mit Caesar selbst. Ja, genau. Wenn du angreifst. Ja, nee, ich meine mit der Rüstung und in Rot-Weiß. Ja. Ach so, ja, ja, ja. Ja, aber cooles cool. Payoff. Dann haben wir Sean, Vater der Synth. Also wir haben auch so ein bisschen das Synth. 5-Mana-3-4, immer wenn du angreifst, da steht wirklich angreifst, nicht wie bei dem Caesar-Deck, wo angreift steht. Wie gesagt, können sie ja doch. Bestimme eine angreifende legendäre Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, außer Sean. Du kannst eine getappte und angreifende Spielstein erzeugen, der eine Kopie von ihr ist, außer dass er nicht legendär ist, zusätzlich zu einem seinen anderen Typen ein Synth-Artefakt ist. Wenn Sean ein Spiel verlässt, schicke alle Synth-Spielsteine, die du hast. Oh, die bleiben sogar. Ja. Das ist gut. Das ist eine gute Karte. Das ist übrigens dein Sohn im vierten Teil. Das ist dein Sohn im vierten Teil? Dein Sohn, ja. Der ist dann älter als du. Weil du in der Zwischenzeit nämlich eingefroren warst. Spoiler. Okay. Dann haben wir Vault 112, sadistische Simulation. Ja. Ein rotes, ein blaues, 2 farblose mit wieder 3 Sagen-Steps. Beim ersten, beim zweiten tappen wir eine Kreatur deiner Wahl und legen eine Betäubungsmarke auf sie und erhalten 2 Energy. Endlich wieder Energy Payout. Und beim dritten bezahlen wir eine beliebige Menge an Energy, falls wir diese Weise eine oder mehr Energy bezahlt haben, mischen wir zur Bibliothek.
schicken dann entsprechend viele Karten von dem Deck ins Exil und wir können sie spielen, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Das klingt sick. Jo, ich glaube, die ist ganz cool. Ja. Also, und die Vault? Ja, die Vault, cool? Die Vault ist die Vault, wo du deinen Vater wiederfindest aus dem dritten Teil. Er ist dann quasi da drin, in Anführungszeichen, gefangen. Alle Bewohner der Vault sitzen in so einer Kuppel drin und spielen quasi eine virtuelle Welt vor dem Krieg, die in schwarz-weiß ist. Okay, also spielen die einfach Games? Die spielen Game, aber denken quasi wie in VR, dass die da drin sind. Ah, spannend. Das klingt cool. Würde ich auch sagen. Ja. Dann haben wir Fertie Bird, der Bruderschaft. Die kenne ich auch irgendwoher. Ja. 3x4 Fliegenstärke der Widerschnittskraft. Der für einen Fertie Bird der Bruderschaft ist gleich der Anzahl an Fakten, die wir kontrollieren. Mhm. Mit Bemann 2. Der ist stark. Jo. Der ist nicht schlecht. Verdi Bird. Dann T45 Powerrüstung. 2 Mana Ausrüstung, 3 Mana zum Ausrüsten. Wenn sie ins Spiel kommt, erhalten wir 2 Energie. Die Ausrüstung kriegt +3/+3 in Intappt, nicht während des Enttappungssegments des Beherrschers. Und während des Versorgungssegments können wir 1 Energie bezahlen. Falls wir das tun, enttappen wir die ausgerüstete Kreatur und legen eine bedrohlich Trampelschaden oder Lebensverknüpfungsmarke auf sie. Hier sind auch so viele Marken, die da draufgelegt werden. Ja. Das ist ein bisschen weird. Das erinnert mich eher nicht an die Mutant-Sachen. Ja, aber wenn man, ich meine jetzt, wenn man Fallout spielt und man hat eine Power-Rüstung, dann ist man eigentlich so eher so, gerade wie die hier dargestellt wird, jetzt im vierten Teil, ist man so, ich sag mal, untouchable im Endeffekt. Also man ist schon sehr, sehr stark. Und dieses 3-3 und dann die anderen Marken, die da drauf kommen, die da drauf generiert werden, ich verstehe das flavormäßig, ehrlich gesagt, nicht als... Ist zu schwach. Okay, definitiv. Krass. Krass. Ja, dann haben wir wunderschöne Helios One. Helios One muss ich noch drüber reden. Helios One ist cool. Helios One ist ein Land, das Energy macht. Ja. Das ist der Energy Support für das Ding. Ja. So, dann haben wir Ausdrückbefehl, Schatzkammer öffnen, sehr cool. Auch einfach vom Flavor einfach hier. Ja, ist auch schön. Mit Artwork. Im Englischen natürlich noch cooler. Ja. Mit Open the Vault. Ja. Das ist richtig. Mechanische Produkten. One with the Machine ist tatsächlich sehr cool, weil man einfach sehr viele Karten zieht. Erwecken ist der Vergangenheit. Ist richtig strong. Ja. Ist richtig strong. Ich kannte die Karte vorher auch überhaupt nicht. Mystische Schmiede ist wirklich hübsch. Das sieht wirklich, wirklich hübsch aus. Panharmonikon in einem Pre-Construct Deck hat mich so überrascht. Ja, aber mittlerweile auch oft gereprint, muss man sagen. Echt? Ja. Okay, krass. Aber ja. Erhabenes Scheinbild, ein wunderschönes Artwork, aber ja. Aufseher aus Stahl, also Steel Overseer, mit einem geilen Flavortext. Willkommen, Administrator. Zielparameter wurden gelöscht und auf Admin-Benutzergruppe, --, ich habe keine Ahnung, größer Zeichen, Token, Name ist gleich Faction, kleiner Zeichen, festgelegt. Mega geil. Coole Karte. Ja. Dann haben wir schlechte Länder, weil schlechte Länder sind schlechte Länder. Wobei es bei Hidden Deck geht es fast. Du hast sowas wie Turm of Industry und so weiter. Es geht fast noch und dann kommen halt die Tempel. Ja. Aber nur 2. Die Tempel sind halt einfach schwer. Nur 2. Sind nicht 3 da drin? Nee, ich meine, es sind nur 2 hier drin. Ist ja auch nur 2. Dann haben wir die Schatzkammer. Cool, auch cool. Deswegen, also die Länder hier gehen sogar noch. Ah ja, das ist der Synth, wovon ich eben gesprochen hatte, oder? Der Synth? Letzte Woche. Okay, 3x3/3 Wachsamkeit, Lifelink, schicke den ins Exil. Ja. Stelle eine Draufgänger und jede Kreatur, die kontrollierst, die ein Artefakt oder ein Mensch ist, erhalten unsere Sterblichkeit. Der ist cool. Yes. Wenn er selber ein Mensch wäre, wäre der halt cool. Ja. Aber er ist ein Synth. Ja, der ist aber einfach ein Synth. Nerdwood finde ich gut. Nerdwood ist gut. Robo hier ein Kronkorkensprengung. Ja, ich glaube, das ist eine ganz coole Karte an für sich. Ja, mit Improvisen, sie fügt da 5 Schaden zu. Ja. Ältester Oven Lions. Ja, gar der Oberste der Bruderschaft in 3. Der Oberste der Bruderschaft in Angam. Ja, im dritten Teil. Geil. Behemoth von Vault 0, 6x6/6. Okay, krass. Musste ich auch nachgucken, das ist Tactics, okay. Auch einer der älteren Spiele. Camp, ist ganz cool. Ausdauerwackelpunkte, wieder beide, nee. Da ist die Intelligenz-Wackelpunkte. Ja. Dann haben wir Profi-Level-Safe. Wenn das Spiel kommt, du und dein Gegner bestimmen etwas geheim 1, 2 oder 3. Und wenn die Entscheidung offenbart wird, falls sie übereinstimmen, können wir den Opfern die beiden Karten auf die Hand zurückgeben. Andernfalls schicke die obersten Karten nötig. Was? Das ist ja witzig. Das ist ein geiles Minigame. Ja. Das ist Schere, Stein, Papier. Ja. Geil. Im Endeffekt. Dann haben wir den Nuka-Cola-Automat, eine der meistbeliebtesten Karten im ganzen Franchise hier, weil man macht Speisespielsteine. Mhm. Und mit Speisespielsteine kann man eben
Schadspielschweine machen. Ja. Weil man nimmt kriegt eine Cola raus, man öffnet die Cola, trinkt die Cola und kriegt dafür den Kronkorken, der die Währung dieser Welt ist. Dieser Welt ist, ja. Störung von Hela war es ganz gut. Abwerten finde ich auch sehr cool. Ja. Schwerter zu Flughafen finde ich super süß. Mega. Finde ich wirklich cool. Kennfertilität, Streben nach Wissen, Wirbelnde Räuberin. Es sind sehr, sehr coole Karten dabei. Ja. Immer voller Kelch finde ich auch cool. Mhm. Einschienen des Blitzes, auch mega witzig. Gedankenstein, auch schon lange nicht mehr gereprintet. Talismane, Kreativität. Auch hier wieder Talismänner mit den Zeitschriften. Cool. Gedankengefäß, Brosche des Wandermanns und so ein bisschen was an anderem Kram. Anderen Ländern. Aber kein Tempel. Entsprechend nur zwei Tempel. Und hier wunderschöne Basic Lands. Ein sehr spannendes Deck, wenn ich mich frage. Ja, an für sich. Ja. Ich finde den Attempt ganz gut, dass überhaupt Energy nochmal zu revampen. Ja. Aber dafür ist mir in dem Deck ganz ehrlich zu wenig Energy drin. Oder zu wenig Artefakte. Also gerade zum Beispiel mit dem Red Death oder so. Das sind halt keine Artefakte. Und man fragt sich, warum. Also wenn man das ganze Deck vollgestopft hätte mit Artefakten und genauso wenig Energy gelassen hätte. Ja, das ist fein gewesen. Ja, das aber Feedback hatte ich auch sehr oft bekommen. Ja, es gibt viele Sachen halt noch aus Color Dash, die auch einfach hätten reintun können. Ja, es sind sehr, sehr viele Legendary Creatures, die Menschen sind oder sonst was drin. Und das passt leider einfach nicht. Da fehlt einfach mehr Artefakt. Sie hätten die Sünf zum Beispiel auch alle Artefakt machen können. Dann würde es schon wesentlich besser sein. Das haben sie aber nicht gemacht. Und ja, es fehlt dem Deck zu viel, um ein cooles Artefakt-Deck zu sein. Und es ist zu wenig drin, als dass es ein cooles hier Energy-Deck ist. Ja. Aber ich finde es gut, dass sie es zumindest mal probieren. Ja. Ich meine, so als Basis, da tauschst du ein paar Karten aus. Und ich meine, Modern Masters bringt ja auch noch ein Energy-Deck raus. Das ist richtig. Da bin ich drauf gespannt, ob da einfach vielleicht zwei random Personen sagten, ich mag Energy und ich darf jetzt endlich Decks kreieren oder so. Keine Ahnung. Aber mir fehlt zum Beispiel auch so wirklich krasse, große Sachen. Thought Monitor oder so. Ahnung. Irgendwas Gutes. Irgendeine riesengroße Kanone, wofür du dann 20 Energy brauchst und machst dann 15 Schaden. 15 Schaden oder 40 Schaden. So, wir öffnen noch das Sample Pack, was immer dabei ist, in Englisch. Bisher waren die okayisch. Ja. Ich würde die aber jetzt ganz gerne in großartig verwandeln, so zum Abschluss des Tages. Das wäre sweet. Und zwar haben wir Rose Cutthroat Raider. Der ist cool. Der ist wirklich cool. Der ist wirklich cool. Und wir haben ein Foil Temple of Enlightenment. Das ist nämlich der Tempel, der hier, glaube ich, nicht drin ist. Dementsprechend haben wir endlich einen Tempel dafür. Den wollte ich schon immer mal haben. Ja, richtig großartig. Ein Foil Full Art. Das ist ja sick. Sweet. Diese Tempel machen mich fertig. Gut, was mich nicht fertig macht, ist eure Unterstützung. Dementsprechend vielen, vielen Dank fürs Schauen. Daumen nach oben da lassen, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren und alles so in dieser Richtung machen. Glocke aktivieren. Unten in die Videobeschreibung nachschauen. Bei diesem Mann vorbeischauen. Wenn ihr mich monetär unterstützen wollt, ich habe auch Patreon. Ab 3 € könnt ihr mich monatlich unterstützen. Das hilft mir immens, gerade wenn es darum geht, irgendwelche Reisen mit anzusetzen, euch coole Videos zu produzieren und ähnliches. Ja, gerade für Vlog. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Dementsprechend, wenn ihr da irgendwie was entbehren wollt oder könnt, schaut da mal vorbei, ob das was für euch ist. Wenn nicht, wie gesagt, Daumen nach oben und abonnieren ist kostenlos. Das könnt ihr auf jeden Fall machen. Und auch an dieser Stelle, vielen, vielen Dank für deine Expertise, gerade was die Fallout Command Decks angeht. Sehr, sehr gerne. Wir haben alle 4 Commander Decks jetzt aufgemacht und dementsprechend das Fallout-Franchise praktisch durchgespielt. Ich bin jetzt Profi. Ja, ich hoffe, ihr auch. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.